Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf Black Bro. Wir sind hier ja mit den Jungs auf einer einsamen Insel, ne? Kurz am Moon in Thailand. Und wenn man hier ist, Digga, dann kann man coole Sachen machen. Und wie ihr im Titel lesen könnt, sind wir dabei, 6 Tage nicht zu essen und auch noch Sport zu machen und aktiv zu sein. Das machen wir nicht alleine, wir nehmen euch mit, wir werden das alles aufnehmen und wir haben einen Special Guest, der mitmacht. Und zwar muss man sagen, übrigens war es Nein-Idee, der hat das so in den Raum geworfen und da haben wir gesagt, ja okay, wir sind direkt dabei. Damit ihr seht, was sich verändert, werden wir alles aufnehmen. Vorher müssen wir uns wiegen. So, jetzt einmal wiegen. Also, so ist jetzt angespannt. Ich muss sagen, ich habe 6 Wochen Diät schon hinter mir, aber wir haben jetzt die letzten Tage gut gegessen. Ja. Das heißt auch gut Wasser gezogen. Einmal sein Gewicht, 95,8 Kilo. Nein, man generell voll den V-Rücken, muss man sagen. Boah, ich bin gespannt, Jungs. Aber ich zieh durch alle. Oder? Kein Spaß, Bro. Kein Spaß, Bro. Bruder, wir sind doch keine Kinder, Bro. 6 Tage? Ich schwör dir. Nein. Auch Religion? Nein. Wir ziehen durch. 6 Tage lang wird sehr hart, Digga. Ich hab Bock, Alter. Das ist meine aktuelle Form, ne? Nicht die beste Form von mir. Könnte besser sein. Ich wieg mich mal. Seht ihr? 150. 143 Kilo, Alter. Tschüss, Digga. Spannend, was bei dir danach geht. Ja, ich denke, 10er wird auf jeden Fall runter. 10er muss auch runter, auf jeden Fall. Also ich habe mich vor ein paar Tagen schon gewogen, so. Da war ich auf 104. 102,6. Also ja, bist du ein bisschen runter. So, ist ja ein bisschen runter, ey. Das heißt, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt sofort ins Gym. Wir nehmen euch mit 6 Tage lang. Let's go. Also heute steht bei uns Brust, Bizeps und wenn wir noch Bauch schaffen, Bauch. Wir müssen auf jeden Fall die Übung kürzen. Wir haben noch knapp 35 Minuten. Fangen an, 15. Gucken. Ja, gut, Kleiner. Let's go. Monstrous sieht das Ganze aus, Digga. Guckt euch das an, Digga. Wir sind voll drin. Wir haben noch 9 Minuten als Schießerstudio. Muss schnell weitermachen. Ey, wir haben EAAs gekauft. Ich weiß nicht genau, wozu das ist, aber mein Freund Naim hat gesagt, wir sollen das kaufen. Was ist da alles drin, was wir brauchen? Das sind essentielle Aminosäuren, die sind wichtig, weil gerade wenn du nichts isst, weißt du, willst du ja keine Gains verlieren. Das ist wichtig, das ist das Einzige, was wir trinken, Kalorien. Ja. Eiweiß, wichtig, Jungs. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall ballern. Wir machen 6 Tage und ich glaube, nach 4, 5 Tagen ist das leer, dann müssen wir vielleicht noch einen nachholen. Wir nehmen 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht davon ungefähr. Jetzt sammeln wir noch unsere 10.000 Schritte und zeigen euch ein bisschen von Shaoeng. Yes, nice. Hier ist der Friseur des Vertrauens, wo die beiden Jungs die Haare geschnitten haben schon. Digga, ich bin übermorgen oder so dran. Fühlt ihr euch nach Training schon Hunger? Ja, ganz gut. Es geht jetzt noch. Also bis jetzt kein Hunger. Hast du Hunger? Auch gar keinen Hunger. Nicht mal du, so nett. Er hat nicht mal Wasser, Digga. Jungs, ja, verrückt. Unser erster Hund, der uns auf dem Weg anbellt. Ich geh schon auf Straße. Nicht laufen. Erstmal rüber, ganz entspannt, Digga. Ja, kein Bock auf diese Hunde. In Deutschland sowas undenkbar. 22 Uhr wird noch Müll abgeholt. Digga, die Müllabfuhr lebt. Also die letzten Tage hat unser Laden sehr geprägt und das ist 7-Eleven. Der hat ja 24 Stunden auf und da gibt es halt sehr vieles. Aber es wird die nächsten Tage für uns uninteressant. Außer trinken werden wir nicht viel da holen, ehrlich gesagt. Am Auto angekommen. Also wir sind jetzt ungefähr 6 Kilometer gegangen. Wie ist das so? Warum hast du denn 12.000? Nach dann 15.000. Also ich habe auch auf jeden Fall meine Schritte vor heute. Tag 1 vorbei. Hunger? Gar nicht. Bis jetzt nicht. Ich hab jetzt schon Hunger, ja. Jetzt schon? Ja. Es ist 23.45 Uhr. Besser früher schlafen gehen. So, jetzt der Tag ist gelaufen. Wir haben unsere Schritte. Wir waren Gym 0:36 Uhr. Jetzt werden die EAAs genommen. 1 Cooper 13 Gramm. Mein weiser Freund hat gesagt, 1 Gramm. Weiser Freund. Gramm. Das heißt, ich nehme so 8 Scoops. Da bin ich bei 104. Aber nicht alle auf einmal. Kannst du alle auf einmal, das schmeckt dann halt nicht. Ne? Immer Arsen drinnen. Es wird probiert. Also, wir müssen kurz Geschmack abchecken. Ich habe Fruit Burst. Weiß nicht, Digga, ist nicht so geil, oder? Ja, doch, bei mir ist, geht klar. Also schon so einer, der Geschmack ist für mich jetzt nicht übertrieben geil. Trinkbar. Ja, für mich ist mehr als trinkbar sogar. Aber weil ich die Wirkung davon weiß, trinke ich davon. Glaub mir, ich trinke. Wir wollen ja keine Gains verlieren hier, ne? So, wir haben Jamal hier einmal. Jamal ist jemand, der die ganze Zeit mit uns da sein wird. Was schätzt du, wie viel werden wir jeweils ab? Oder ich habe gerade nicht das gefragt. Und ich glaube halt, dass halt so Nahim am wenigsten abnehmen wird. Oder mittelmäßig so und er am meisten. Gib mal so Zahlen. Ich glaube so, Nahim wird so seine. Digga, das sind 6 Tage. Ein Kilo pro Tag, das heißt 6 Kilo. Okay, und ich? Bei dir eventuell ein bisschen mehr, so diese 7 Kilo. Ich denke auch, so ein 8, 9. 9 kann auch gut sein, ja. Und Nathan? Bei Nathan kann ich mir schon vorstellen, dass er so auch 9 bis 10 Kilo weggeht. Ja, 10. Sag euch ehrlich, jetzt essen würde so bocken, ne? So ein Döner oder so. Boah, das wird jetzt so böse kommen. Ey, ich schwöre, ich habe jetzt so Hunger bekommen. Die ganze Zeit keinen Hunger. Aber jetzt um wie spät ist es? 2, nee, um 4, wie spät?
4 Uhr, so. So, ist der Pool. Es ist 29 Grad. Für alle, die Roomtour noch nicht abgecheckt haben, checkt die ab auf unserem Kanal. Lasst ein Abo da. Ich muss jetzt gucken, wo ich die Kamera einstelle, damit ich euch zeige, wie ich schwimmen lerne. Jetzt liege ich ein bisschen hier am Pool. Trinken, am Hochlesen. Ich habe vergessen, euch unsere Regeln zu erwähnen. Die werden jetzt einmal, hier eingeblendet. Und zwar 10.000 Schritte gehen, keine Getränke mit Kalorien. Zero-Getränke sind erlaubt, ERAs auch und nichts essen. Ja, es ist jetzt ungefähr, es ist 13.18 Uhr. Naim ist schon wach, auch schon auf den Beinen. Nathan liegt noch im Bett, die Frage ist nur, wie lange. Und wir gehen gleich wieder trainieren, dann nehmen wir euch wieder mit. 16 Uhr, wir wollen jetzt zum Gym. Nathan muss da aufstehen. Steh auf jetzt, Junge. Steh auf. Will ich aufstehen, Digga. Digga, steh auf jetzt, Junge. Wo bist du, Digga, du Schwamm? Schau auf mich! Oh shit! Mann, nochmal, glaub mir. Los, es gibt keinen, ich hab keinen Bock. Verpiss dich, Junge. Gibt's nicht. Wir haben's geschafft, wir sind vereint. Ich bin ein Bastard, wenn ich lüge, heute von Domino's geträumt. Domino's Pizza und so. Ich hab das von mir. Ich hab richtig geträumt, wie ich esse und so, war richtig krass. Digga, du weißt gar nicht, er wollte nicht aufstehen, ne? Ich hab ihn gewehrt, er sagt, nein, ich komm nicht. Ich hab ihn nass gemacht. Ja, ja, dass er nicht mehr schlafen kann. Du bist so ein bisschen träge. Feeling gerade ist bei mir richtig nice. Ja, ist voll gut. Ja, okay, wir sind schon länger wach. Wir waren so zum Bahnschwimmen. So, 16.30 Uhr, wir fahren jetzt zum Training, let's go. Alle ready fürs Training? Ja, es sieht jetzt so aus, wir sind kurz davor loszulegen. 17.30 Uhr, ich habe noch kein Hungergefühl. Ja, guck mal, wie es nach Training ist, Digga. Wie fühlst du dich nach ihm? Ja, bis jetzt noch gut, aber nach Training werden wir Hunger. Ja, das zieht mir entspannt. Also, heute haben wir Ahmed hier, das ist unser Personal Trainer. Der wird uns ein bisschen anleiten und ein bisschen zeigen, wie die Übungen durchzuführen haben und so weiter und so fort. Heute Trizeps, Rücken, Bizeps und ein bisschen Schulter. Ich muss echt sagen, ich bin hier echt nicht mehr so kraftvoll, ja. Ich bin so groß wie laut tot. Jungs, das ist jetzt mein Gerät, okay? So einfach geht's. Hier, Fußballplatz, Basketballplatz, Volleyball. Hier ist wirklich alles. Hier müssen wir auch mal einen Tag hinkommen auf jeden Fall, um austesten. Aber erstmal 6 Tage nichts essen, der Rest ist, ne? Der Rest ist der Rest. Samstagabend, ey, liebt es, ich sag euch ehrlich. Digga, wir gehen 7-Eleven rein. Das ist schon der zweite oder dritte? Zweite. Zweite 7-Eleven und für uns ist diese einzige Abteilung interessant. Alles andere musst du ausblenden. Unsere Schritte sind getan, wir sind fertig, wir sind wieder hier. Jetzt das erste Mal, wo ich Essen richtig rieche, vor allem hier im Haus. 22.17 Uhr, Nathan hat sich schon ins Bett gelegt, Digga, der ist K.O. Aber ich weiß nicht, ob er pennt, aber er hat sich auf jeden Fall erstmal hingelegt. Nein, wie fühlst du dich? Also ich muss sagen, ich hab noch nicht wirklich Hunger, Digga, so, aber ich bin schon gut kaputt, Digga. Ich hab's zwar vom Gehen. Nathan ist auferstanden. Man muss sagen, der ist auch auf der Rückfahrt eingeschlafen. Hunger? Ultra. Zeig mal was, Herr. Seiten sind hart, ohne Spaß. Wenn man nicht essen kann, dann muss man sowas gucken. Wir reden die ganze Zeit über Essen und Dings und gucken sich Videos an. Auf einmal hat mein Magen Geräusche gemacht. Wir haben hier gerade 0:53 Uhr, ne? Der Hunger bei Naim kickt auch anders rein. Ich hab auch mega Hunger, Digga. Und ja, mich hat gar keinen Hunger. Und dann schickt er so Videos, die er sich anguckt. Hat uns überredet. Also, guckt euch an, was wir gerade im Stream gucken. Guckt uns das auch jetzt gerade an. Guckt das auch die ganze Zeit auf und zu, Digga, damit ich vielleicht nicht so einen Hungergefühl bekomme. Weil hier habe ich auch gar nicht so Turn, Fast Food zu essen, um ehrlich zu sein, ja. Das Erste, was ich machen werde, wenn ich in Deutschland bin, ist, glaube ich, KFC oder ein Döner. Eins von beiden, ich weiß auch nicht was. Der Mann, der läuft die ganze Zeit hier rum, ne. Der ist, Digga, sei ehrlich, du bist aber auch am Sterben, ne. Ja, ehrlich. Verstehe. Digga, ihr müsst euch vorstellen, ich schlafe. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Zeig mal, was du guckst. Ich höre die ganze Zeit. Ja. 20.04 Uhr, unser Tag hat heute sehr spät begonnen. Er und ich lagen sehr lange im Bett. Ja, zu lang, ehrlich. Wie fühlst du dich? Okay, noch, ganz okay. Okay, und du? Das Ding ist, wenn du Aktivitäten machst, dann geht es, finde ich. Ja. Jetzt, sobald man sich ganz kurz hinsetzt, Digga, das ist geistkrank. Vor allem, wenn man aufsteht, wird dann kurz so. Das Ding ist, ihr dürft nicht vergessen, Naim geht gleich noch zum Sport. Nathan und ich, wir haben heute Pause-Day. Der Typ ist gleich schön. Yeah, geil, essen. Yeah, geil. Nein, aber wir lassen uns massieren. Wahrscheinlich sammeln so Schritte noch miteinander und ab morgen dann wieder, ne? Naim hat mir diese Cola empfohlen, ne? Er meinte, das schmeckt nach Milchshake. Bruder, ich weiß nicht, was da nach Milchshake schmeckt, ja. Ich habe mich jetzt das erste Mal hier in Shaoeng massieren lassen, muss ich sagen, war super. Füße und Rücken, Alter, ich hoffe, ich gehe da wieder hin, muss ich sagen. Nicht, dass ich die hier irgendwo finde beim Essen, Digga. Hier ist einer von denen hier am Essen. Ich habe beide gefunden, die zwei Übeltäter. Beim Training auch gar keine Kraft gehabt. Ja, das ist nicht gut, Digga. Sag mir so, Kraft war da, aber Power war nicht so. Hast du gut dein Leben? Ja, das ist Energie.
Aber jetzt ist Halbzeit, Tag 3 ist fast um. Wir müssen nur noch ein paar Schritte machen. Ja, dann haben wir nur noch die Hälfte, Digga. Jungs, weitermachen, weitermachen. Jetzt wollt ihr mich verarschen. 7-Eleven. Brownie, Bro. Ich glaube, alleine der wird jetzt reichen. Boah, ne? Der, Digga, glaub mir. Puh, 300 Kalorien. Boah. Boah, jetzt essen, Digga. Schon geil, ne? Lecker. Digga, hier geht's ab. Sag euch ehrlich. Guck euch mal diesen ekligen Typen an, Digga. Guckt euch mal an, was er isst, Digga. Ja, wir haben schon einige Suppe, ne? Es ist jetzt 1:55 Uhr. Schmeckt? What's up, man? Yes. Tag 4, wie fühlst du dich? Der lebenloseste Tag meines Lebens. Ich hab so keine Kraft. Es ist jetzt so, weiß nicht, 21 Uhr oder so. Kurz vor 21 Uhr. Wir lagen eigentlich die ganze Zeit nur im Bett. Bin nicht mal geschwommen heute. Und heute gehen wir nicht zum Sport, ist zu spät. Aber ich gucke mal, dass wir uns gleich noch ein bisschen bewegen. Ich habe unnormale Knieschmerzen, Alter. Das ist das Schlimme. Ich habe richtig Knieschmerzen. Aber ich hoffe, das wird wieder morgen. Jetzt äußere dich mal ganz kurz, was hier gerade los war. Digga, gerade wollte ich abbrechen, ja. Weil ich hatte so Zitteranfälle und ich habe so geschwitzt, ne, aber... Aber wir haben noch zwei Tage. Also, ey, noch zwei Tage. In der Gruppe wurde auch gerade gesagt, nein, wir werden auch gerade noch zwei Tage schaffen. Also mir geht's wirklich wunderbar, muss ich sagen. Ich habe kein Hungergefühl. Einzige, was ich merke, ist, mir fehlt's an Kraft, muss ich sagen. Aber ich schlag heute auch nur, ich habe nichts gemacht. Aber es nervt mich auch übertrieben, dass mein Knie so weh tut. Nur was ich euch sagen kann, ist ehrlich, heute ist der Tag, wo ich gemerkt habe, man sollte Essen wirklich anders schätzen. Wow. Wenn ihr gerade am Essen seid, das Video guckt, schätzt dieses Essen, glaubt es. Und für alle, die das Essen noch nicht schätzen, macht das mal. Versucht mal einige Tage nichts zu essen und danach werdet ihr merken, Essen ist wirklich, Gott sei Dank gibt es Essen. Ein schlafender Mann, der kommt jetzt nicht mit zum Training, aber für uns geht los. Mein EAA ist gerade gemacht. Nein, wie fühlst du dich heute? Fünfter Tag. Ja? Ja, siehst auch gut aus, ich fühle mich auch gut. Nathan schläft, der hat uns im Stich gelassen, Digga. Hunger. Ja. Aber vom Feeling ist ganz gut. Okay, man muss auch noch sagen, heute ist der Tag und dann ist morgen für uns nur noch aushalten, ne, ey. Wenn wir heute durchhaben, müssen wir morgen nur noch den Tag aushalten und dann ist es geschafft. Jetzt erstmal zum Training mit den Boys. Pumpen, 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 nicht vergessen. Ey, ihr müsst alle Nathan eigentlich bei Instagram schreiben, schwach von ihm, dass er heute nicht kommt. Hoffentlich kommt er morgen. Würde ich sagen, ey, jetzt geht's los. So, die Jungs haben mich jetzt hier rausgelassen. Ich gehe nach dem, wo wir immer gehen. Die gehen heute woanders trainieren. Ich hoffe, meine Power wird da sein. Danach treffe ich mich wieder mit den Jungs. Aber ich glaube, heute Schritte sammeln bin ich raus. Mein Knie drückt jetzt schon. Aber guck mal, wie es gleich ist. Ja, auf jeden Fall fertig mit Training. Ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall deutlich weniger Kraft. Und kurze Momente gab es, wo ich dachte, also mir war schon schwindelig, wo ich dachte, ey, was ist denn jetzt los und so. Aber wir haben durchgezogen, war gut, war hart. Ist ein bisschen kaputt. Ich denke, die Jungs sind noch nicht fertig mit Training. Ja, ich versuche jetzt einige Schritte zusammen, bis mein Knie sagt, halt, stopp, bis dahin noch nicht weiter. Und ihr seht, ne? Muss auf jeden Fall zum Friseur. Ich denke, das mache ich morgen, weil dann habe ich es noch verdient. Ne? Wir sind wieder fein. Hast gegessen, sei ehrlich. Sei mal ganz ehrlich. Sei ehrlich. Sei mal ganz ehrlich. Ihr gegessen, Junge, wie übermotiviert seid ihr? Digga, wir waren Training, Junge, nein. Bei uns, Junge, wir sind voll da, Digga. Hunger? Ja. Ich hab gar keinen Hunger, Digga, wir sind voll da. Morgen ist der letzte Tag. Also für mich ist 100%, ich schaff das locker easy. Nein, ich schaff's auch locker. Nathan schafft auch eigentlich locker, ne? Also ist jetzt auch eigentlich vorbei, Digga, der Tag ist gelaufen. Es ist jetzt 19.42 Uhr, jetzt noch 2-3 Stunden überleben. Dann schlafen wir ja perfekt. Ey, perfekt. Und Jamal ist stolz auf uns. Oh, ich bin so stolz, du weißt gar nicht. Geil. Digga, es gibt diesen. Zeig mal, ey. Zeig mal. Ich will mal sehen. Ich muss mal zeigen. Digga, das ist der magische Croissant, wovon alle reden, Digga. Und die sagen alle, der ist richtig krass. Noch zwei Tage. Naim hat gegessen, Nathan hat gegessen und Jamal hat gegessen. Und die sagen alle, der ist. Was gibt ihr den Croissant von 1 bis 10? Kaloriengeschmacksverhältnis passt. 1 bis 10? Bruder! Ich sag ehrlich, Bruder. 9. Du? 9,5. Ja? Boah, der ist echt krass, Digga. Zeig mal. Weil, also, hat er eine Füllung? Ja, die Füllung ist crazy. Für die Kalorien, der Geschmack, crazy. Ey, yo, was geht ab? Es ist der letzte Tag. Ich bin so glücklich. Okay, nicht so glücklich. Meine Freunde sind ins Fitnessstudio gegangen ohne mich. Ja, ich hab ein bisschen zu lange geschlafen. Dann sind die einfach gefahren. Das ist ein bisschen scheiße. Aber, jetzt gehe ich dafür schwimmen. Und schaut euch mal diese Aussicht. Schaut euch das doch mal an, ey. Wenn man das sieht, dann denkt man sich doch, wow. Hier gehe ich gerne. Aber ich nehme das auf. Ich zeige euch jetzt, ob ich mich verbessert habe oder nicht. Ihr seid jetzt live dabei. Der Mann lernt. Langsam aber sicher.
Wir wollten eigentlich Haare schneiden und einkaufen gehen am letzten Tag, aber unser Friseur hat so, das heißt nur einkaufen, weil am anderen Friseure lassen uns nicht ein. So, wir werden uns hier auf jeden Fall ein paar Sachen holen. Also ich habe mir eine Einkaufsliste gemacht und ich habe Bock auf irgendwie alles hier. Ich sage ja ehrlich, ne? Ja, das sieht alles so lecker aus. Bananen wichtig, Wassermelonen. Hey, wo sind Wassermelonen? Ah doch, da hinten. Ach, da, alles gut. Okay, richtig. Ja. So, das ist meine Ausbeute. Bananen, Wassermelonen und... Das hier ist auch geil. Da sind sie! Hey, Schaffer und die Macher. Mit mir inklusive, ja, sechs Tage durch. Geil, das ist auch. Nochmal durchgezogen, muss man sagen. Sehr, sehr geil. Das war echt krass, ne? Das war eine sehr spontane Entscheidung. So einfach am Vortag, nein, sag, ey, ich wollte mir einfach sechs Tage ins Netz machen. Das ist einfach okay so. Ja, das war crazy. Man sieht, Nathan hat seine Wassermelone schon ready gemacht. Ich hab alle schon ready gemacht, weil ich hab Bock, Digga. Erstmal wie? Nathan fängt an. Ich bin gespannt, ne? 135. 136,2. Ja, ist gut. Ja, wie viel Kilo sind das? Ich war bei 143, ne? Ja, also fast 8 Kilo. Heftig. Okay, Nahim Sushishu. Bei wie viel warst du vorher? 96. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel jetzt. Zeig mal nochmal deine Form. Ah, der Mann. Das ist Bühnenform natürlich, ne? Ey. Ah, ja. Geh mal rauf. 90,2. Also kann man sagen, knapp 6 Kilo. Auch fast knapp 6 Kilo. Bei mir bin ich richtig gespannt, Digga. Ich weiß nicht, Digga. Ich war bei 104? Also, es könnte sein, dass du auf dem Chef oder nichts da laufen. So 97, da bin ich ja gut. Ey. Oha, Bro. Perfekt, okay. Oha. 96,9. Heftig, Digga. Wie viel Kilo hast du abgenommen? Ja, so 7. Heftig, Alter. Ja. 7 Kilo. Aber das sieht man auch, finde ich, voll im Gesicht. Ja, ich bin auch generell. Ich habe gut abgenommen, muss ich sagen. Ich bin auch super zu. Sehst du, was man sagen muss? Nicht enttäuscht sein, wenn jetzt 3-4 Kilo draufkommen, weil Wasser kommt natürlich direkt. Ja, genau. Ja, ja. Das Ding jetzt. Aber so Fett an Fett, weil wir auch aktiv im Training waren und so, sage ich 3 Kilo. 2-3 Kilo reines Fett sind schon weg. Da kann man auf jeden Fall nochmal runter bis Sommer, weil Sommer kommt, ihr wisst. Also man muss sagen, unser Leidensweg war echt lang, ne? Wir haben echt krass gelitten, Digga. Besonders die Abende waren. Ja, es gab viele Up und Downs, Digga, ne? Also viele Downs auf jeden Fall, bei mir vor allem, ne? Warte, ich dachte teilweise, du kriegst schon ab. Ja, ich wollte auch oft abbrechen. Ich wollte oft abbrechen, aber Digga, ich dachte mir, wenn die anderen nicht durchziehen, muss ich auch durchziehen. So, ich sehe seine Form. Ja. Sehr flach, also nicht denken, dass ich so flach bin sonst, okay? Als Stand steht der auch, Alter, muss man sagen. Ja, Jungs. Das war's mit dem Video. Ja, ey, das war's mit dem Video. Daumen hoch geben für die Jungs. Ey, Abonne. Das war eine geisteskranke Challenge, wenn noch nie so eine krasse Challenge in meinem Leben gab. Ja. Vor allem bei 29 Grad oder 30 Grad durchgehen, Digga, war schon krass, Alter. Das ist ja das Ding, das Wetter hat noch. Ja, gemacht. Wetter hat halt. Bei meinem Training, du schwitzt und so. Ich hab auch teilweise Salz getrunken, ne? Weil ich kipp gleich um und sowas. Ich hab ja nur 3 Tage Training mitgemacht. Die anderen 3 Tage war ich weg, weil ich hatte keinen Kraft. Ich bin beim Training, ich bin fast zur Seite gekippt, ne? Ja. Ich hab auch mein Handtuch, wenn ich so auf Gerät gelegt habe, hab ich manchmal daneben geworfen und so. Ja, das verrückt sich. War schon anstrengend. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben lassen für diese Challenge. Der war Abo da lassen auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace up, A-Town. Ciao.